Montage! Works every time! We crashed. Yeah, but we crashed on Genosha! Hallo und herzlich willkommen hier zurück in Genosha mit Wade Wilson, besser bekannt als Deadpool. Ist Episode 4 in unserer kleinen Let's Play Playlist. Jetzt gucken wir mal, wir haben den Quinjet fliegen dürfen oder haben ihn gecrashed. Hier liegt Psylocke rum, hier liegt Wolverine rum. Wir können mit ihm, du willst wirklich mehr über diesen Kanadier wissen, na gut, drücke A. Guck mal! Mein Healing Factor kam von seinem DNA. So wir sind wie Twins, except he's short. And furry. And he smells funny. He loves it when people ask him if they can fly the Blackbird. He's got these awesome adamantium claws that cut through anything, including my body when I piss him off. Ja, das war ja geil. So eine kurze quick Schnellvorstellung. Mir fallen keine Wörter ein. Wörter sind schwer. Time to wake up. Eine Ohrfeige. Geil. Noch eine. Noch eine. Cool. Hört ihr hier? Ich drücke hier wirklich auf. That's for all the furry midgets in the world. That's because I feel like it. Why won't you wake up? Wake up! That's because the player keeps smashing the button. Ich mach mal weiter. That's because I like slapping fleshy things with this hand. That's for being in more comics than me. That's for making me love you. That's for making me hate you. That's for never taking us to the prom. That's for always working late. That's for being short. That's for stabbing me in the heart. Literally. That's for never letting me fly the Blackbird except when I crashed it. That's for being the worst wingman in bromance history. That's because I want to see if the player keeps doing this. Ja, langsam tut mir jetzt der Daumen weh. Es passiert also auch nicht viel. Aber die Sprüche sind halt lustig. That's for being a total douche. That's for never washing the dishes. Ich frag mich, ob es dafür irgendwann ein Achievement gibt. That's because the whole setup just added 5 minutes of bonus play to the most awesome game ever devised by Mutant or Mech. Yeah. I guess he's not waking up. Curious. Looks like we're flying solo, boys. It's as if the next section was designed with that in mind. Okay, wir sollen Sinister finden. Screw the X-Men! Sinister spielt eine große Rolle, vielleicht erinnert ihr euch daran, er wollte dann, als sozusagen Cable geboren wurde, als Sohn von Scott Summers, alias Cyclops und Madeline Pryor, einem Klon von Jean Grey. Und die haben dann ein Baby gekriegt, eben Cable, und der wurde dann aber entführt, der war natürlich sehr, sehr mächtig, hatte viel Potenzial und er wurde dann mit dem techno-organischen Virus infiziert und quasi... kombiniere RT mit X und Y-Angriffen. Für Schusswaffen, Cutter-Angriffe. Ah ja, okay, verstehe. Also quasi, ich schlag zu, ja, okay, warte, ich muss kurz hier, ich schlag zu und dann schieße ich mal so, bam, und mach dann hier wieder weiter. Verstehe schon. Also können wir auch beides aufladen, natürlich. Genau, jedenfalls hatte da eben, das ist eben diese Infektion mit dem technoorganischen Virus, das hat er eben entsprechend Sinister zu verdanken, der ihn auch nach sich benannt hat. Deswegen heißt Cable Nathaniel Dayspring Ascanison Summers. Und die gemeinsame Comicreihe von Cable und Deadpool ist der Wahnsinn. Sie ist wirklich der Wahnsinn. Müsst ihr unbedingt lesen. Also wenn ihr euch sowas... Ich habe mir für... Kostet 9 Euro im Monat. Quasi 10 Dollar. Habe ich so einen Marvel Unlimited Zugang. Kannst du dann halt über einen Computer oder natürlich auch über Tablets. Es ist auf dem iPad ziemlich komfortabel zu nutzen. Kann man dann entsprechend sich die ganzen Comics halt als PDF ansehen. Und da gibt es halt auch dann diese Serien. Und es macht wirklich Spaß. Ich dachte, die haben 60.000 Comics oder so. Also das kannst du gar nicht. Du musst auch selektiv lesen. Ja, ich dachte am Anfang, ich lese einfach so alle Marvel-Sachen so chronologisch irgendwie. Aber das kannst du total vergessen. Weil, ja. Okay. Oh man, zoom in on Tubbo up there. Stop dropping my camera, player. Thing was expensive. Okay. Hier. Oh man. Oh man, auf dich habe ich so überhaupt keinen Bock, Alter. Dude, is your primary means of transportation belly flops? That can't be efficient. Na,
Aber er nimmt schon ganz schön was mit, du. Gleich ist er hin. So. Es ist halt das Ding einfach. Da sind ja nochmal welche. Naja. Okay, besser. Das Witzige ist halt, ich meine, Deadpool ist noch nicht der stärkste Marvel-Held. Cable ist schon im oberen Drittel auf jeden Fall dabei. Aber er ist einfach so kompromisslos halt. Er schießt halt einfach alles, was ihm im Weg ist und damit kommen die meisten halt nicht klar. Müssen wir überhaupt hier runter? Sieht doch gut aus, oder? Ich denk, wir sind hier schon richtig so in die Richtung. Ja, die nächste große Superhelden-Klopperei, jetzt nachdem Batman vs. Superman gelaufen ist, war ja ganz okay, ne? Nicht der mega, boah, super Film, aber schon stark. Aber jetzt steht dann ja der Civil War an. Und so die ersten Kritiken, also es gibt halt ein paar so glückliche von Presse und Konsorten, die den schon sehen durften. Ich höre überall der Tenor halt, dem alle gesagt, so soll mit einer der besten Marvel-Filme überhaupt sein und dass der Black Panther und Spider-Man trotzdem all die Show stehlen. So. Also ich muss echt sagen, ich freue mich da ganz schön drauf, den zu sehen. Soweit ich weiß, 5. Mai ist irgendwie, lese ich immer wieder als Datum. Auf imdb.com allerdings stand der 26. April oder so. Das wäre dann ja schon in quasi 3 Wochen oder so der Fall. Ja, das wäre natürlich mega spitze. Ich weiß halt nur nicht, ja, welches Datum jetzt das richtige ist. Oh, der ist noch nicht tot, warum? Puh, wo kam das jetzt her? Aha, da. Schießt doch da mal eine Granate. Na, hier kommen dann. Oh, eine Falle. Ja, warum nicht? Kann ja auch mal witzig sein. Komm mal her, komm, lauf in die Falle. Warum läufst du nicht in meine Falle? Huch. Ja, für den wäre so eine Falle gut gewesen. Huch. Nein. Ja, jetzt aber. Komm, lauf mir in die Falle. Ah, cool, er ist in die Falle reingelaufen. Chopper. Das war auch geil. Komm, du Stecker, du kleiner Mieser. Alles klar. Ich weiß nicht, ich will diesen klobigen Granatenwerfer eigentlich irgendwie gar nicht haben. Ja! Cable! Hey, warum? Ich wollte A drücken. Was war los? Wir haben ihn nicht gesehen, seit wir in den Comics zusammen sind. Oh, ich liebe Reunions. Wait, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about. Oh God, here he goes again. He's not here 10 seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting. We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on. Which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Ich will noch gar nicht aufhören. Stop. Ja, okay. Oh, damn it, Wade. Oh mein Gott. Oh man, kriege ich noch mal die Chance A zu drücken? Oh man, habe ich das verpasst jetzt echt? Idiot. Meet me at the north end of the city. What? Who the hell is Cable to give us orders in our game? P.S. If you don't arrive within 1 hour, you'll miss the incredibly large-breasted naked woman who claims to be your biggest fan. Oh, don't fall for that one again. But what if Cable means it this time? We can't take that chance. Large-breasted naked fan lady, we're on our way. Finde ein absolut echtes Fangirl. Na schön, das können wir natürlich machen. Ja. Das ist nicht das Problem. Ich muss sagen, ich finde den Hammer trotzdem ein bisschen unelegant. Oh, ich habe vergessen oder verpasst, auf B zu drücken. Der hat mich gepiekt einfach von hinten. Piek mich nicht von hinten, du mieser von hinten Pieker. Oh Mann.
Ja. Das sah doch gut aus. Sind noch welche da? Oh ja, hier. Boah, das war geil. Hammer. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Also das Game, ja, kann ich euch natürlich auch wieder nur empfehlen. Irgendwo schießt es doch noch hier. Da kann ich euch auch wieder nur empfehlen, kauft dieses Ding unbedingt. Der Spaß ist einfach mega. Okay, die Waffe ist dafür nicht so gut. Das ist doch schon besser. Ja, die halten nicht so viel aus. Ja, Mann, aber die hat sie mir jetzt automatisch zugeteilt. Was soll denn sowas überhaupt? Unverschämtheit, ja. Okay. Na schön. Auch den bekommen wir aber noch. Oh, versteck dich nicht. Über kurz oder lang. Gehst du sowieso hinüber. Ist da nicht noch jemand hinter mir? Nein, oder? Ah, ne, kommt schon von vorne. Und kaputtnik. Ja, das geht auch. Cool, wir haben also auf jeden Fall auch beide Momentum Sachen voll. Was? Was? Oh! Wieder so ein Fetti. Oh! Oh Mann! Oh, das war aber ein geiler Konter. No! Holy Mann! Noch einer! Noch einer! Ich will ein Momentum machen! Und ich hab noch ein Momentum! Sau gut, sau gut. Okay, wir müssen mal wirklich etwas schneller weiterporten und dann mal. Oh, holy fuck. Nichts wie weg, hä? Okay. Okay, Mann. Ja, also die beiden haben jetzt schon bisschen was gefordert. Und da oben sind ja noch mehr. Gut, gut. Beide erledigt, oder? Coolio. Wie komme ich denn da hoch? So schon mal nicht. Ja, okay. Soll ich denn überhaupt hier hoch? Und wenn ja, wie geht's? Hier irgendwie so? Nein, auch nicht. Ja, da schön. Hier vielleicht. Auch nicht. Oh Mann. Könnte man eigentlich theoretisch und dann wieder so zurücklenken? Nein, okay, das geht tatsächlich leider auch nicht. Oder hier so leicht schräg irgendwie, dass man sagt, hier so, komm, so quasi hier, davon so weg und dann noch hoch schnell? Nein. Computer sagt nein. Da bin ich dann ja tatsächlich noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht. In der Theorie müssten wir doch irgendwie schon hier hoch. Ja, irgendetwas übersehen wir jetzt. Okay, ist aber kein Problem. Wir schauen einfach in der nächsten Episode nach dem Ausgang. Finden wir schon. Jetzt ruhen wir uns mal ganz kurz aus von vielen, vielen, vielen Töten. Da tut mir der Daumen langsam weh. Bis zur nächsten Episode. Danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf.